Moin zusammen. Ich bin Simon von Forst erklärt und wir sind hier heute in Rheinland-Pfalz im Hunsrück unterwegs. Ich sitze hier gerade und erhole mich von einer kleinen Wanderung hier. Die Blockhütte wurde komplett aus Holz aus diesen Wäldern hier gebaut. Ganz schöne Ecke hier. Der Wald ist aber nicht nur Erholungsort, sondern übernimmt noch ganz vielfältige andere Funktionen und Leistungen. Über diese Leistungen wollen wir uns heute mit Katharina unterhalten. Katharina ist Försterin bei den Landesforsten Rheinland-Pfalz und die treffen wir gleich. Ja, Katharina, vielen Dank, dass du uns heute mit durch den Wald nimmst und uns für ein kleines Interview bereitstehst. Magst du dich einmal noch kurz unseren Zuschauenden vorstellen? Ja, mein Name ist Katharina Rode. Ich bin jetzt seit einem guten Jahr im Revier Kirn hier bei Landesforsten Rheinland-Pfalz und freue mich, dich heute ein bisschen in meinem Revier rumzuführen. Ja, wir freuen uns auch sehr. Das Thema unseres heutigen Videos sind die Ökosystemleistungen des Waldes. Katharina, magst du uns einmal erläutern, was das überhaupt ist? Ja, der Wald als Ökosystem erfüllt viele Funktionen und Leistungen. Unter anderem ist er Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten, aber auch Rohstofflieferant, Luftfilter, Wasserspeicher und auch CO2-Speicher. Ja, okay. Und warum stehen wir eigentlich jetzt hier auf einer Wiese und nicht im Wald? Ja, wir sind jetzt hier auf einer Wiese im Wald mit besonders schützenswerten Orchideen. Die sieht man hier auch schon richtig schön durchleuchten, genau, die ja. Blüten. Die schauen wir uns, glaube ich, gleich mal auch genauer an. Zu den weiteren Themen gehen wir aber wahrscheinlich dann später wieder zurück in den Wald. In Bezug auf den Klimawandel nimmt die Bedeutsamkeit unserer Wälder auch immer mehr zu, denn Wälder sind Klimaschützer. Warum ist das so? Warum schützen Wälder unser Klima? Ja, die Bäume, die entziehen der Luft CO2 und speichern das Kohlenstoff im Holz ein langfristig und geben Sauerstoff wieder ab und filtern somit die Luft. Was tut denn dann eigentlich die Forstwirtschaft und was tust du vielleicht auch als Försterin für den Erhalt oder die Unterstützung dieser Klimaschutzleistungen von Wäldern? Genau, wir Forstleute können durch die Nutzung des Holzes, also Fällen der Bäume und Verwertung des Holzes zu Möbeln oder anderen Baustoffen, das CO2, also den Kohlenstoff, langfristig speichern und schaffen auch im Wald Platz für neue Bäume, die wachsen und wiederum auch außer Atmosphäre Kohlenstoff speichern im Holz. Okay, also wenn ich auch ein Möbelstück kaufe, dann sollte ich das möglichst lange irgendwo stehen haben, weil da ist Kohlenstoff drin gespeichert. Genau. Okay, jetzt fängt es hier gerade an zu regnen. Das ist, glaube ich, auch schon das Stichwort für den nächsten Standort, den du uns noch zeigen wolltest. Da ging es um das Wasser. Ja, jetzt sind wir hier an einem kleinen Gewässer in meinem Revier und das hier ist halt auch eine Leistung des Waldes, Wasserspeicher. Und der Wald mit seinem Waldboden filtert auch Wasser. Wir haben viele Wasserschutzgebiete im Wald und auch das meiste Trinkwasser wird tatsächlich im Wald gewonnen. Also alles Leistungen, die der Wald eben auch noch zusätzlich erbringt. Und hier ist es ja auch wieder so, da hinten habe ich eine Sumpfdotterblume gerade gesehen. Hier steht auch wieder eine unterschiedliche Anzahl von Arten. Also eben auch genau hier ist es auch immer noch Lebensraum. Der Wald erbringt eben auf ganz kleinräumiger Fläche auch ganz unterschiedliche Leistungen. Jetzt haben wir uns gerade mit Leistungen und Funktionen von Wäldern beschäftigt, die diese schon seit unzähligen Jahren übernehmen. Seit kurzem werden aber auch ganz neue Nutzungsansprüche an unsere Wälder gestellt.
Vor ein paar Jahren war das Thema Waldbaden ganz groß. Und wir Menschen, wir suchen eben auch Erholung vom Alltag in unseren Wäldern. Wir stehen hier gerade jetzt auf dem Aussichtsturm, auf dem Teufelsfels und genießen ja hier auch die Landschaft. Kannst du uns ein paar Beispiele nennen? Hast du schon Erfahrungen gemacht mit neuen Nutzungsansprüchen? Ja, also hier gerade speziell auch in diesem Wald soll ein Mountainbike Trail jetzt bald eingerichtet werden, der auch hier vom Teufelsfeld starten soll. Wir haben Anfragen von Geocachern regelmäßig, die im Wald die Geocache verstecken wollen. Und jetzt möchte auch gerne die Gemeinde hier einen Bestattungswald eventuell einrichten. Also es kommt immer mehr dazu. Und ich versuche als Försterin hier auch allen Ansprüchen gerecht zu werden und solchen Wünschen auch entgegenzukommen. Das glaube ich. Das sind ja eben ganz andere Nutzungsformen, die man eben auf privater Ebene und du als Försterin, aber auch gesellschaftspolitisch und eben auch die Forstwirtschaft versuchen muss zu übernehmen und auch in Zukunft zu gewährleisten. So, jetzt haben wir uns ja eben noch mit der Erholung beschäftigt, aber jetzt stehen wir schon neben einer gefällten Eiche. Ich glaube, hier werden später auch mal, wie du das eben gesagt hattest, Dielen, Möbel raus. Und hier sehen wir auch einfach auch noch mal, dass der Wald eben nachhaltiger Rohstoffproduzent ist und eben auch ein Arbeitsplatz ist. Du bist hier angestellt als Försterin. Ja, genau. Ich bin hier Försterin. Wir haben aber auch Waldarbeiter, die jetzt mit der Motorsäge die Bäume zum Beispiel fällen und auch andere Tätigkeiten übernehmen. Dann haben wir natürlich auch in der Verwaltung einige Stellen und Waldpädagogen arbeiten im Wald. Es gibt Waldkindergärten und natürlich, was das Holz angeht, die ganze Holzbranche, Sägewerke, die Holzveredelung, Schreiner etc. Ja, ja. Also im Cluster Forst und Holz sind, glaube ich, 1,1 Millionen Beschäftigte. Ne? Also ist eben auch ein riesiger Arbeitgeber der Wald. Ja, wir wollten dich noch fragen, Katharina, warum hast du dich für den Wald entschieden? Also warum ist der Wald dein Arbeitsplatz? Der Wald ist mein Arbeitsplatz, weil ich super gerne in der Natur bin und in meinem Job viel draußen sein kann und mit diesem komplexen Ökosystem Wald arbeiten darf und kann. Und auch diese Langfristigkeit fasziniert mich total und ist halt auch eine große Herausforderung. Und Ja, super, super spannend. Deswegen stehen wir ja auch heute hier und unterhalten uns über den Wald. Wir möchten uns ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit und dass du uns hier mit durch den Wald genommen hast, durch dieses Revier und uns hier ein paar Eindrücke vermitteln konntest. Ja, schön, dass ihr da wart und ihr seid natürlich gerne herzlich willkommen hier in meinem Revier. Ja, vielen Dank. Na los, Mayra, hopp. Damit sind wir am Ende des Videos zum Thema Ökosystemleistungen des Waldes angekommen. Wahrscheinlich konnten wir heute nicht mal alle Funktionen und Leistungen von Wäldern zusammentragen. Das haben wir euch aber nochmal in einer Infografik hier bereitgestellt. Dort ist auch nochmal zu sehen, dass Wälder Klimaschützer, Erholungsort, Rohstofflieferant, Arbeitsplatz und ganz vieles mehr ist. Die Grafik, die kommt von den Landesforsten Rheinland-Pfalz. Bei denen möchten wir uns auch nochmal ganz herzlich bedanken, dass die dieses Video unterstützt haben und es ermöglicht haben, diese Produktion umzusetzen. Wofür nutzt ihr denn Wälder? Wofür geht ihr denn in den Wald? Und was erlebt ihr und macht ihr da für Erfahrungen? Schreibt uns das doch mal gerne in die Kommentare. Und damit heißt es wieder, bis bald im Wald. Ja. Da sieht man auch die Haiflosse noch hinten. Und der Orca wieder hinten springt. Ja.